Wir wollen jetzt niemanden mehr an der Nase herumführen, sondern bekannt geben, wer den Deutschen Buchpreis 2023 bekommt. Bitte Karin Schmidt-Friedrichs. Spannender Moment übrigens, weil ich immer gefragt werde, ich weiß es auch nicht. Hier ist es drin, das große Etwas, nämlich das, worauf Sie und wir alle warten. Und die machen das mit den Urkundentexten immer noch ein bisschen spannender. Den Deutschen Buchpreis 2023 für den Roman des Jahres verleiht die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels an. So, jetzt hat jeder seine Idee. Tonio Schachinger für Echtzeitalter. Sie dürfen jetzt erstmal einmal durchatmen. Ich lese die Urkunde vor. Dahin gucken. Wollen Sie auch wissen, warum? Dann lese ich jetzt die Urkunde vor. Auf den ersten Blick ist Tonio Schachingers Echtzeitalter ein Schulroman. Auf den zweiten viel mehr als das. Ein Gesellschaftsroman, der das Aufwachsen seines Helden Till an einer Wiener Eliteeinrichtung beschreibt, an der die künftigen Leistungsträger mit reaktionärem Drill und bildungsbürgerlichen Idealen aufs Leben vorbereitet werden. Aus dieser repressiven Umgebung, verkörpert durch den, und das haben die für mich eingebaut, damit ich stolpere, Achtung, mephistophelischen Lehrer Dolinar, flüchtet sich Till in die Welt des Gaming. Mit feinsinniger Ironie spiegelt Schachinger die politischen und sozialen Verhältnisse der Gegenwart. Aus gebildeten Zöglingen spricht die rohe Gewalt. Die Welt der Computerspiele bietet einen Ort der Fantasie und Freiheit. Auf erzählerisch herausragende und zeitgemäße Weise verhandelt der Text die Frage nach dem gesellschaftlichen Ort der Literatur. Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, der Vorstand Frankfurt am Main im Kaisersaal des Römers am 16. Oktober 2023. Und jetzt gehört sie Ihnen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr darüber. Vielleicht merkt man es mir nicht ganz so an, aber es ist wirklich so. Und ich würde gern, ja, also ich fand es ehrlich gesagt immer albern, wenn man sich bei Jurys bedankt. Also als Zuschauer, wenn ich andere Preisverleihungen gesehen habe, habe ich mir gedacht, warum bedankt man sich bei der Jury? Die machen doch nur ihren Job. Und man hofft ja, dass die ein Buch ausgesucht haben nach ihren eigenen Kriterien. Und dass es das Buch ist, das das verdient hat. Und deswegen bedanke ich mich jetzt nicht bei der Jury und auch nicht beim Börsenverein, weil ich ja da auch denken muss, dass die ja auch das machen, weil sie an die Sache glauben und weil sie an Bücher und Literatur und das Lesen glauben. Und dann brauchen sie ja auch keinen Dank von mir, sondern dann machen sie es ja eh. Tatsächlich bedanken würde ich mich sehr gern bei meiner Frau Margit, die heute hier ist und von der ich alles gelernt habe, was ich weiß in diesem Leben. Und deren heuer erschienenen Roman ich Ihnen auch allen sehr ans Herz lege. Danke an Katja, meine Lektorin, mit der arbeiten zu dürfen, wirklich ein großes Privileg für mich ist. Danke an Karin, meine Agentin,
Und danke an meine Familie, danke an meine Freunde, danke auch meinen Verlag. Das fand ich ehrlich gesagt früher auch immer albern. Warum dankt man dem Verlag? Die machen doch auch nur ihren Job. Aber wenn man mal so ein Haus wie Rowohlt, so ein großes Haus kennenlernen darf, wirklich von, also alle, von den Assistentinnen über die Vertriebsleute und man merkt von allen so eine ehrliche Begeisterung und dann hat man die Chance, dann bedankt man sich doch bei denen und das mache ich jetzt auch, weil ich es wirklich, wirklich zu schätzen weiß, wie ich dort aufgenommen wurde und ich bin sehr stolz, dort meine Bücher rausbringen zu dürfen. Ja, und das könnte jetzt eh auch schon das Ende der Rede sein. Es ist so, wir wissen alle, dass das hier nicht das Wichtigste ist und dass wir wahrscheinlich alle die letzte Woche weniger an den Buchpreis gedacht haben als an andere Dinge. Und wir wissen aber auch alle, dass es sinnlos ist, wenn ich jetzt irgendwas dazu sage. Irgendein lächerlicher kleiner Autor aus Österreich sagt jetzt was. Und insofern spare ich mir das auch. Aber gleichzeitig ist es auch schwer, nichts zu sagen. Und in diesem Dilemma befinden wir uns vielleicht alle ein bisschen. Dass es einfach unerträglich ist zu sehen, was passiert auf dieser Welt und dass es aber auch schwer ist, darüber zu sprechen, wenn man davon nicht betroffen ist und dass es aber auch schwer ist, dass immer diejenigen darüber sprechen müssen, die davon betroffen sind und dass das auch etwas war, was in den letzten Tagen wieder passiert ist, dass diejenigen, die sagen, tut das nicht, bringt uns nicht um, diejenigen sind, die davon betroffen wären und das geht natürlich auch nicht. Und ich bin wirklich, also es macht mich wirklich fertig, die Nachrichten zu sehen und ich nehme an, Ihnen geht es genauso. Und ich habe auch sonst nichts dazu beizutragen, zu einer Lösung, außer dass ich hoffe, dass es irgendwie möglich ist, dass Leute nicht umgebracht werden und dass auch in Europa und überall anders sonst Jüdinnen und Juden sich sicher fühlen können. Und dass das nicht so ist, das wissen wir alle. Das wissen wir, wenn wir an einem Kindergarten vorbeigehen, der schwer bewacht werden muss, damit die Kinder dort nicht umgebracht werden. Und es ist trotzdem so und das ist sehr beschämend und das hat natürlich nichts mit dem Buchpreis zu tun, aber es irgendwie muss ich trotzdem was sagen und das war es jetzt aber auch schon. Vielen Dank. Vielen Dank, Toni Schachinger. Herzlichen Glückwunsch auch von mir. Feiern Sie sich, lassen Sie sich feiern, trotz der Weltlage. Ihnen allen auch noch einen schönen Abend in den Römerhallen. Dort wird jetzt getrunken, gegessen und eben die Buchmesse eingeleitet. Ja, schön, dass Sie da waren.